Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute gibt es nochmal einen Vlog von mir. Ja, im heutigen Video möchte ich euch sagen, was ich in dem nächsten Jahr alles geplant habe und was ich mir vorgenommen habe. Ob ich das alles schaffe, weiß ich nicht, aber ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit dem heutigen Tag. Bevor ich euch aber sagen möchte, was ich im nächsten Jahr geplant habe oder was ich mir vorgenommen habe, möchte ich erstmal gucken, was haben wir eigentlich dieses Jahr alles geschafft. Und dafür habe ich mir hier mal ein paar Sachen rausgeschrieben. Wir haben dieses Jahr 187 Abonnenten dazu gewonnen und außerdem haben wir 38 Videos hochgeladen. Davon sind allein Vlogs 21 Stück, Q&As 3 Stück und Backvideos 4 Stück. Also mit den Backvideos, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ja, das ergibt dann eine Minutenzahl von 318 Minuten. Also wenn ihr euch die ganzen Videos dieses Jahr anschauen würdet, dann würdet ihr 318 Minuten am Stück meine Videos schauen. Das finde ich schon sehr krass. Ihr habt meine Videos 24.080 Mal angeklickt und meine Zuschauer haben 50.000 Minuten meine Videos lang geschaut. Also finde ich schon eine krasse Zahl. Und dann habe ich im ganzen Jahr 1132 Likes bekommen und habe auf eure Kommentare 686 Mal geantwortet. Also das sind Zahlen, die hätte ich nie im Leben erwartet. Und dabei muss ich aber sagen, dass hier in den Zahlen der Dezember noch nicht dazu gezählt ist, da ich jetzt noch nicht genau den Monatsrückblick habe, wie eigentlich der Monat war. Auch wenn ich euch jetzt diese Dinge gesagt habe, ihr werdet auf jeden Fall dieses Jahr mal wieder einen Jahresrückblick sehen, den ich zusammenschneide, wo ich auch wieder richtig viel Arbeit reinstecke. Also da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Wird wahrscheinlich am 1. Januar dann hochgeladen. Oh, oh, was haben wir denn hier? Hundescheiße, Achtung! Oh nee, Hundescheiße! Och nee, Digga! Hast du es gefilmt? I wanna know, have you ever seen the rain? Wollt ihr mehr davon? Dann lasst jetzt ein Like da. Machen wir weiter mit dem zweiten Thema und das ist, was habe ich mir für nächstes Jahr vorgenommen? Was ich auf jeden Fall schon die ganze Zeit erreichen möchte, das sind halt vielleicht mal die 400 Abonnenten, dass ich die nächstes Jahr schaffe. Wir haben ja jetzt fast schon die 300 Abonnenten und ich denke mal, dann sind die 100 Abos, die wir dann noch dazu bekommen, eigentlich schon drin. Wäre schön. Und wenn wir richtig Glück hätten, die 500 Abonnenten. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir die 400 Abonnenten schaffen und das ist auch mein Hauptziel, die 400 Abonnenten zu schaffen. Dann möchte ich auf jeden Fall so wenig wie es geht Videos ausfallen lassen. Das heißt, dass ich halt, ich habe jetzt gesagt, ich habe glaube ich 38 Videos dieses Jahr hochgeladen, dass wir mindestens die 40 Videos nächstes Jahr schaffen. Und auch die Dinge schreibe ich mir jetzt mal auf eine Liste oder auf ein großes Plakat. Und dann gucken wir mal, was wir nächstes Jahr um die Zeit geschafft haben. Ein weiterer Punkt ist dann mit dem Justin coole Aufnahmen zu machen, zum Beispiel an anderen Orten, wenn man mal ein bisschen weiter wegfährt. Wenn wir zum Beispiel mal nach Köln fahren oder an andere große Städte, dass wir da mal irgendwas Schönes drin drauf filmen. Oder wenn wir mal, wenn 2021 es zulässt, vielleicht Phantasialand gehen oder halt in andere coole Freizeitparks zu fahren. Und was ich auch noch vorgehabt habe, was auch schon die ganze Zeit auf der Liste ist, ist, dass wir mal nach Andernach fahren. Das ist jetzt nicht so weit weg von hier. Da würde ich gerne mal
hin, weil da ist ein Geysir, da können wir dann mal im Sommer hin. Da holen wir uns dann wahrscheinlich auch eine Genehmigung, dass wir da mit der Drohne fliegen können. Und dann von oben so ein Geysir zu filmen, ist eigentlich schon geil und ich würde es gerne mal so als YouTube-Video machen. Wenn ihr da auch Bock drauf habt, lasst unbedingt ein Like da und abonniert meinen Kanal, um die Videos nicht zu verpassen. Ja, viel mehr habe ich mir eigentlich jetzt auch nicht vorgenommen. Das sind eigentlich die Hauptdinge, die ich mir so wünsche. Ja, ich hoffe einfach, dass sie so geschehen, wie ich sie gerne hätte. Aber ich bin auch auf Sachen gespannt. Ich kann nicht reden, wenn da Leute da sind. Also ich bin mal gespannt, was nächstes Jahr 2021 alles passieren wird. Okay, ich würde sagen, wir sind jetzt langsam schon mal am Ende vom Video angekommen. Hier mache ich gerade eine Zeitraffer-Aufnahme, die habt ihr ja gerade eben schon gesehen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das kleine Video gefallen hat. Liked unbedingt das Video. Nächstes Jahr werde ich dann nochmal auf die Pläne, die ich jetzt dieses Jahr genannt habe, eingehen und mal gucken, was wir da alles schon von erreicht haben. Und da bin ich echt drauf gespannt, wie das aussieht in einem Jahr. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst unbedingt ein Like da, abonniert meinen Kanal, wenn ihr kein weiteres Video verpassen wollt. Und dann würde ich sagen, bis nächste Woche zum Weihnachtsvideo. Bis dann, ciao.